Liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Player Unknowns Battleground. Schwerer Titel. Ja, ich habe mir gedacht, ich springe mal hier in der Schule ab. Mal ein bisschen voll Action. Ich muss sagen, ich nehme jetzt den Ton gerade nachträglich auf, denn als die Runde gelaufen ist, habe ich gar nicht gemerkt, dass mein Aufnahmetool noch läuft. Deswegen jetzt der Kommentar, also nachträglich. Also, in die Schule geht's heute. Da, wo eigentlich immer viel Action ist und immer viel los ist und wo es gleich auf Vollkontakt losgeht. Mal gucken. Es war mal eine ganz gute Runde diesmal. Für meine Verhältnisse. Und deswegen wollte ich euch die nicht vorenthalten. Der Fallschirm ist schon mal auf. Noch sehe ich mal keinen, der sonst da landet. Wenn ich allerdings zurückgucke, dann ist da schon ein bisschen Verkehr. So, ich versuche auf dem Dach zu landen, scheitere damit allerdings kläglich. Und lande hier zumindest relativ nah am Eingang. So. Magic Trink und eine Pistel. Pistel ist mal wichtig. Ist auch irgendwas zum Schießen am Anfang, wenn man an der Schule ist. Oh, da ist schon der Erste. Versucht mich zu bremsen. In seiner Unterhose da. Ja, leider kann ich mit der Pistole nicht wirklich gut schießen. Ich sehe noch, wie er da hinten rennt. Kriegt noch einen Hit. Jetzt dachte ich, er wäre da runter gehüpft, aber da oben rein ist er gerannt. Man hat es auch noch kurz den Fuß gesehen, als er um die Ecke verschwunden ist. Da habe ich ihn erstmal verloren, aber so viel kann ich schon mal sagen. Unser Freund werden wir wiedersehen. Zumindest glaube ich, dass es derselbe war. Ich gehe erstmal ein bisschen weiter looten. Gucken, dass ich noch eine bessere Waffe finde. Ich finde dann nur wieder Schmerzmittel. Einen Rucksack. Einen Energy Drink. Da ist nix. Da ist eine Uzi. Die wird gerne genommen. Fenster sieht den nackten Typen kauern. Ich denke, er hat immer noch nix, deswegen stürme ich jetzt auf ihn zu. Aber Kill Nummer 1 und eine AK erbeutet. Hat sich mal gelohnt, der Sturm. Ich habe keinen Schaden gekriegt. Das war schon mal gut. Schon mal Kill Nummer 1. So, AK auf Auto. Solange wir in der Schule sind, solange ich im Nahkampf bin. Immer Auto. Jetzt habe ich da unten Schüsse gehört. Weiß aber nicht genau, wo die herkamen. Denke, die sind da unten in der Halle gewesen. Sehe aber keinen beim Runterpieken. Nichts zu sehen. So. Nochmal rein. Bisschen Zeug suchen. Ich hätte halt gern noch einen Sucher, wenn es geht. Oh, jetzt höre ich da draußen ein Fahrzeug. Irgendwo ist ein Fahrzeug angekommen und hat angehalten. Ich renne mal zum Eingang, weil der Ton ungefähr aus der Richtung kam. Deswegen denke ich mal, wenn der jetzt hier den Eingang nimmt und da um die Ecke rennt, sehe ich auch seine Schritte schon. Und da ist er. Nummer 2. So, gucken, was wir da haben. Hier hätte ich noch den Helm nehmen können, das habe ich aber verpeilt, weil ich hier ein bisschen Schiss hatte, mitten draußen im Freien hier zu looten. Deswegen habe ich den Helm übersehen. So. Erstmal heilen. Jetzt höre ich Schritte hier oben irgendwo. Oben, so grob oben hinter mir.
Ich denke mir, ich gehe der Sache mal auf den Grund. In dem Moment sehe ich da hinten den Kollegen an der Tür. Getroffen habe ich ihn. Jetzt sehe ich rechts seinen Helm oben rausgucken durchs Fenster. Kill Nummer 3. Rotblutvisier. Erfolgt. Noch eins. Ich übersehe wieder den Helm, lustigerweise. Ziehe ich mir erstmal ein Schmerzmittel rein, weil ich jetzt doch ein bisschen runtergeschossen wurde. Mal gucken, ob da noch was ist. Leider nicht. So, ich schalte jetzt mal auch die Uzi um. Zumindest mache ich sie mal für den Nahkampf bereit. Ich versuche mal die 7,62 Muni zu sparen für den Fall, dass ich noch einen Scope finde. Für später halt. Es ist keine Uzi, es ist jetzt eine UMP9 mittlerweile. Rucksack Stufe 2, den nehme ich noch. Muni habe ich genug für die UMP. Energy Drink. Kann man auch nicht schlecht werden lassen da. Gleich mal einen nehmen, nachdem ich jetzt 5 Stück habe. Also man sieht auch jetzt unten dieses kleine Symbol da von dem Läufer neben meinem Health-Balken oder über meinem Health-Balken. Also wenn man einen Painkiller und einen Energy Drink gleichzeitig nimmt, dann kriegt man extra Speed. Dann läuft man schneller. Ja, draußen sind irgendwo Schüsse. Irgendwie grob Richtung Westen. Ich guck das mal an, ob ich irgendwas sehe hier. Dem ist allerdings nicht so. Jetzt gucke ich mal da hinten irgendwo. Waren diese Schüsse hier? Hinten ist ein Motorrad. Die Schüsse waren eigentlich blödsinnig so im Nachhinein, weil ich keine Chance hatte, den da zu treffen ohne Visier, ohne Scope. Und ich jetzt meine Position verraten habe wieder. Aber zum Glück geht's gut. Ich will mal räuspern anscheinend. Ist nichts mehr in der Kiste. Nö. Eine Shotgun. Brauche ich nicht. Mal so langsam einen Weg suchen, bei dem ich mich hier verziehen kann. Mal gucken, ob irgendwo einer campt und wartet drauf, dass jemand aus der Schule rauskommt. Und dann das hochkarätige Loot abzusahnen. Das vermeintlich hochkarätige Loot, was doch ziemlich enttäuschend war hier. Checken, ob noch irgendwo jemand ist. Immer ein bisschen in Bewegung bleiben. Und jetzt höre ich wieder ein Auto, das da ankommt. Und da sehe ich es auch. Ich gehe jetzt davon aus, dass er mich auch gesehen hat. Deswegen gehe ich hier in Stellung. Und rechne damit, dass er da gleich links um die Ecke kommt. Aber wie sich herausstellt, hat er mich nicht gesehen. Sondern ich sehe ihn jetzt da hinten ins Gebäude reinlaufen. Räume ihn ab. Kill Nummer 4. So. Schon geduckt bleiben, denn hier außen wird irgendwo geschossen. So, den Loot noch checken. Nicht viel, ein bisschen 9mm Muni. Ist das alles Schrott? Irgendwelche Shotguns und so? Brauche ich nicht. Mal kurz gucken.
Shotgun und eine Umpatte. Und leider keine Medikits oder Verbände oder so. Die hätte ich gerne genommen. So, jetzt gucke ich mich nach dem Fluchtweg aus hier, um aus der Schule mal rauszukommen. Irgendwo einer zu sehen. Wenn man übrigens Shift drückt, während man im Scope ist, dann zoomt das Scope noch ein bisschen weiter ran. Und also der Charakter hält die Luft an in dem Moment und man zielt besser. Kann man allerdings nur begrenzte Zeit lang machen, aber ist ganz gut, um so zu spähen, ob man irgendwo einen sieht. Geht auch mit dem Rotpunktvisier schon ganz gut. Auch schon relativ weit gucken und viel erkennen. Hier meist gerade. Hat man gesehen, wie es nochmal rangezoomt ist. So, draußen ist jetzt die Zone, da höre ich nichts mehr. Traue mich noch nicht so richtig hier raus. Da steht das Motorrad von vorhin. Der hat da hinten irgendwo halt gemacht. Ist auch nirgendwo jemand zu sehen. Hier habe ich nicht gecheckt, dass ich die Polizeiweste schon hatte. Bin noch einen Griff gegönnt für die UMP. Übungsfeuer habe ich auch noch für die AK. Da ist noch ein Painkiller, den nehme ich auch noch mit. So, von der Zone her bin ich recht gut. Ich entscheide mich jetzt da unten irgendwie zu versuchen, in diese Berge da zu flüchten. Um ein bisschen erhöhte Position zu haben und besseren Überblick. Soweit. Wir haben das Schulgebäude verlassen. Da hinten die Häuser gefallen mir halt nicht, weil da überall halt irgendwo ein Sniper drin hocken könnte. Da wird auch schon geschossen in der Richtung. Ich weiß nur nicht von wo. Da hinten wird auch geschossen. Ich höre wieder ein Fahrzeug, das näher kommt, und da sehe ich es auch schon. Da habe ich nicht schlecht geschossen. Den hätte ich nicht besser treffen können. So habe ich ihn aber jetzt aufgescheucht. Und ich gehe davon aus, dass er da unten irgendwo stoppt. Sehen aber hier nicht. Deswegen wahrscheinlich ist er rechts hier um die Häuser rumgefahren. Und der will natürlich wissen, wer da auf ihn gefeuert hat aus dem Hinterhalt. Ich verpiss mich erstmal in ein Haus rein. In der Hoffnung, dass der mich nicht findet hier. Also hier zumindest nicht zuerst hinguckt. Kurz die Lage checken, was es hier noch so gibt. Leider nix. Kein Scope irgendwo. Aber eine Knarre. Tausche die um gegen die M4 aus. Packe das Visier an die M4. Das wird meine Sniperwaffe. Jetzt nochmal Shotgun, die brauche ich nicht wirklich. Aber ein Medikit endlich mal. Und ein bisschen Muni für die AK. Draußen ist nichts zu sehen. Mal oben, was es noch gibt, was man noch so mitnehmen kann hier. Leider nicht viel. Da wäre eine SKS, ein richtiges Snipergewehr. Ich nehme es auch erstmal mit. Fällt mir aber wieder ein, dass ich keinen Zoom habe. Sehe ich wieder irgendwas hier? Wieder ein Fahrzeug?
Schüsse waren nicht nur dumm, sondern auch unnötig. Man hört auch, das Motorrad bleibt stehen. Ich habe noch einen auf mich aufmerksam gemacht. Ich entscheide mich jetzt doch wieder, die SKS wegzulegen, weil ich eh keinen Aufsatz habe dafür. Dann nehme ich doch lieber die M4. Draußen wird geballert. So, der Motorradfahrer und der Jeepfahrer könnten mir hier noch auflauern. Und sicher versuchen herauszufinden, wo ich bin. Und in den Gebäuden ist mal nichts drin. Sieht es mal sauber aus, so jetzt denke ich, ich renne mal da hoch und guck mal, wo das Motorrad ist. Auf der Straße irgendwo. Und in dem Moment kommt der Typ hier um die Ecke und ich sehe ihn einfach nicht. Ich hätte mich so aufregen können, ich habe ihn einfach nicht erkannt, als er da um die Ecke kam. Damit ist die Runde vorbei. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ja, war eigentlich gar nicht so schlecht, die Runde. Das war jetzt echt blöd von mir, dass ich den nicht gesehen habe. Den hätte ich eigentlich locker wegmachen müssen. Aber gut. 4 Kills immerhin. Rang 39. 196 Punkte. Ich werde langsam besser. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Euer Condor.